Alles beginnt mit einem Anruf des eigenen Energieversorgers. So jedenfalls kommt es bei den Angerufenen rüber. Was sie jedoch nicht wissen: Am anderen Ende der Leitung ist nicht ein Mitarbeiter des eigenen Versorgers, sondern ein Mitarbeiter eines Energiediscounters, der auf diese unseriöse Art und Weise versucht, neue Kunden zu gewinnen. In den vergangenen Monaten haben sich einige besorgte Kunden bei uns gemeldet. Die hatten merkwürdige Anrufe erhalten und waren sich nicht sicher, was dort eigentlich passiert. Wir sind dem Ganzen nachgegangen und haben festgestellt, dass ein Wettbewerber hier unseriöse Stromangebote unterbreitet und die Kunden uns fragen, was sie tun sollen. Der Versuch, Verträge mit arglosen Verbrauchern am Telefon abzuschließen und sich dabei unter falschem Namen auszugeben, ist auch in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen. Dass angerufen wird, indem man sich als Unternehmen ausgibt, mit dem der Angerufene bereits einen geschäftlichen Kontakt hat. Oder auch, dass man sich als Verbraucherzentrale ausgibt, um besonders seriös zu wirken. Das ist durchaus gängig, das ist uns bekannt. Ja, das ist eine der Maschen, um den Leuten möglichst am Telefon irgendwelche Verträge anzudrehen. Das Stadtwerk am See hat diese zwielichtigen Methoden nicht hingenommen. Im Gegensatz zu anderen Stadtwerken, deren Kunden sich offenbar ebenfalls über derartige Telefongespräche beschweren, ist das Unternehmen vom Bodensee in die Offensive gegangen. Beim Landgericht Ravensburg wurde eine Unterlassungsverfügung erwirkt. Sie richtet sich gegen die iPrimo GmbH, eine Tochter des Stromkonzerns RWE. Sie steckt hinter den jüngsten Vorfällen und ist bei den Verbraucherschützern keine Unbekannte. Also es liegen uns da zahlreiche Verbraucherbeschwerden vor. Wir sind auch gegen iPrimo schon rechtlich vorgegangen. Und deswegen ist iPrimo eben auch eines der Unternehmen, das immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird. Recherchen im Internet ergeben, dass iPrimo bei Kundenbewertungen meist gut bis sehr gut abschneidet. Viele Verbraucher allerdings fühlten sich in der jüngsten Vergangenheit von dem Energiediscounter hinters Licht geführt. Ist wie in der Vergangenheit auch bei den aktuellen Vorfällen am Ende wieder einmal der ehrliche und gutgläubige Verbraucher der Dumme? Wir von der Bauen- und Wohnen-Redaktion sind der Geschichte nachgegangen und haben die Verantwortlichen des deutschlandweit agierenden Energiediscounters iPrimo mit den Vorwürfen konfrontiert. Das Unternehmen gibt sich reumütig. Ja, also es handelt sich hierbei nicht um iPrimo-Mitarbeiter, sondern es sind externe Partner, die für uns arbeiten und da gilt natürlich für uns, dass wir da die Qualität überwachen müssen und wenn da irgendwelche Dinge entstehen oder gesagt werden, die nicht in unserem Sinn sind, dann müssen wir da dagegen vorgehen, entweder die Partner nachschulen oder uns von dem Partner trennen. So, das Callcenter soll schuld sein. Ein Callcenter, das sich eigenmächtig diese Masche einfallen lässt, ohne Absprache mit dem Auftraggeber iPrimo? Ein Callcenter-Experte hält das für ausgeschlossen. Also im Prinzip gibt es zwei wichtige Paragraphen. Der eine wäre Paragraph 134 BGB. Da steht halt drin, dass man gegen gültige Gesetze nicht verstoßen darf. Ja. Wenn es passiert, dann sind alle Verträge für nichtig zu erklären. Und so ein Gesetz wäre zum Beispiel der Paragraph 7 unlauteres Wettbewerbsgesetz. Da steht ja drin, dass man ohne Werbeeinwilligung einen Verbraucher nicht anrufen darf. Da sie da in fremden Namen angerufen haben, ohne Beauftragung, liegt da eine Werbeeinwilligung ja nicht vor. Das heißt, man verstößt dagegen ein Gesetz. Das heißt, da kommt dann Paragraph 134 BGB zu tragen und die Verträge sind alle nichtig zu erklären. Wir haken bei iPrimo nach. Was passiert denn nun mit den Verträgen, die die arglistig getäuschten Kunden vor wenigen Wochen in den Monaten Juni und Juli am Telefon abgeschlossen haben? Hier ging es ja konkret darum, wenn man sagt, ich habe einen Vertrag abgeschlossen, wo der drüben gar nicht wusste, mit wem er es eigentlich abschließt, sondern dachte mit jemand anderem, dann ist das ja eigentlich auch keine Vertragsgrundlage. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, also wenn es da Zweifel gibt und dann werden die Kunden natürlich, das ist ganz klar, dann werden die Verträge rückabgewickelt, das ist selbstverständlich. Die Rechercheergebnisse der Bauen- und Wohnredaktion sind für Ulrich Lengle vom Stadtwerk am See überraschend. Ja, zunächst mal sind wir total überrascht, dass iPrimo so reagiert. Auch, dass sie sagen, wir haben hier einen Drittanbieter, der im Markt agiert und der offensichtlich nicht alle Spielregeln einhält. Das finden wir schon sehr überraschend. Wir sind auch der Meinung, dass iPrimo für Drittdienstleister verantwortlich ist und dass iPrimo hier zusehen muss, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Was bedeuten diese Aussagen denn jetzt für Ihre Auseinandersetzung mit dem Unternehmen ePrimo? Ja, zunächst mal würde ich ePrimo so zitieren, wie auch vom Unternehmenssprecher getan. Also die Verträge, die hier geschlossen wurden, die sind ungültig, die müssen rückgängig gemacht werden. Und für uns bedeutet das hier schon ein eindeutiges Indiz, dass ePrimo eben auch nicht mit rechten Dingen gearbeitet hat, sodass wir schlussendlich auch in der Auseinandersetzung nochmal konkret darauf hinweisen und davon ausgehen, dass ePrimo eben nicht nur das über seinen Unternehmenssprecher sagt, sondern auch über seine Juristen. Dieser Fall zeigt, immer noch gibt es Bürger, die sich am Telefon zu Vertragsabschlüssen überreden lassen. Und immer noch gibt es Methoden von Stromanbietern, die mehr als zweifelhaft sind. Verbraucherschützer fordern deshalb schon lange, dass sich an den Richtlinien für Vertragsabschlüsse am Telefon dringend etwas ändern muss. Das könnte man jetzt natürlich nur dadurch lösen, indem man die Zustimmungslösung jetzt endlich mal voranbringt. Das heißt, wir fordern seit langem, dass telefonisch geschlossene Verträge vom Verbraucher binnen 14 Tagen schriftlich bestätigt werden müssen. Dann wäre dem endgültigen Riegel vorgeschoben. Aber wie können sich die aktuell Betroffenen denn nun wehren? Das eigentlich Ärgerliche ist ja, dass so zustande gekommene Verträge dann auch tatsächlich rechtswirksam werden. Das heißt, sie haben in aller Regel dann Widerrufsrecht, wenn sie aufgeklärt wurden. Wenn nicht, dann erlischt dieses Widerrufsrecht ein Jahr und zwei Wochen nach dem Zustandekommen des Vertrags. Das heißt, wenn Sie da Probleme haben, können Sie sich gerne in die Verbraucherzentrale wenden. Wir helfen Ihnen allen Belangen rund ums Widerrufsrecht. Nun ist die Politik gefordert, nicht länger auf der Leitung zu stehen. Nur sie kann die Verbraucher nachhaltig schützen. Schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.